ist das Simone? Wir gucken mal kurz rein. I feel like I've been ran over by a truck. Where the hell am I? Baby's on fire. Was? Okay, jetzt sollen wir Fotos machen von dem Penner? Okay. So, wir sind also der rasende Reporter, oder was? Holy guacamole on a pregnant roller polo, Batman. This mansion is creepy. I need a GTFO. Schön. So, wo ist Michi? Michael, come on, where are you? Oh my God, what's happening to him? I need to get out of here so it doesn't happen to me too. Now. Oh krass, das sind von wir. Wir sind ja reingeschleppt worden. Na. So, warte mal, wir waren auf dem Dachboden. Und haben einen Scheiß. Cheers. I can't breathe. I can't breathe. Anymore. So, nee, warte mal, hier sind wir mal lang gelaufen. Warte mal, lass uns mal kurz überlegen. Wir sind, stopp. Ach, warte mal, da ist Feuer, da kommen wir nicht hin. Wo wir sonst lang gelaufen sind? Also, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Hier kommen wir raus. Ja, yeah, I know. I can't breathe. Genau, hier haben wir den Schlüssel gefunden. Danach konnten wir. Jetzt ist doch mal gut, jetzt krieg dich doch mal ein. Wir müssten eigentlich nach da hinten. Kann ich rüberspringen? Nee, ich kann nicht. Over the flames. Ich denke, wir werden verrecken. Ich mach mir da nichts vor. So, warte mal, hier war da eh ein Buch. But it's gone. So, seht ihr das richtig? Ich habe gerade ein Foto komplett verschossen für nichts. Das ist nicht gut. So, ja, hier bin ich aufgewacht. Ah, warte mal, hier sind noch mehr. Wir haben den Farbfilm vergessen. Oh, Jojo, mach's gut. Ist denn schön, dass du da warst. Vielleicht bis Freitag. Ja, das bringt ja alles nichts, Freunde. So, hier hatten wir im Spiel quasi den Schlüssel gefunden, damit sind wir runtergekommen, sind quasi in die... Ah, oh Mann, jetzt hört aber auf mit dem Husti hier. Und sind quasi... Können wir nach hinten hin? Na, das bringt uns nichts. Und sind in diese Tür reingekommen. Da hatten wir die Spiegel, die hatten wir angeordnet. Dann sind wir in den Raum gekommen. Dann hatten wir hier den Schlüssel bekommen, damit wir hier vorne um die Ecke, wo es jetzt leider brennt, in eine Tür reinkommen. Da können wir jetzt aber nicht rein. Ich muss wahrscheinlich hier alle diese Tonbänder aktivieren, um Beweise zu sammeln, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Oh, voll, wo ist das, Alter? Ah, oh, okay. Folge der Schnodderspur. Ja. Das ist natürlich eine coole Idee. Oh, wahrscheinlich hier um die Ecke? Jawohl. So, kann ich jetzt schon einen dieser Spinde, den kann ich öffnen. Oh, ich sehe nichts.
Schade. Schade. Was ist das da? Ah, hier nochmal aus schönen Filme. God damn it, of course these are locked. I need to figure out what the code is and get inside. Jetzt brauchen wir einen Code hierfür. Verdammt. I can't breathe. Haben wir hier vielleicht, wenn ich hier mal ein Foto so drin mache, ist der vielleicht irgendwo abgebildet? Ist das eine 6? Kann das sein? So, dann machen wir ganz kurz mal, um zu gucken. Ah, scheiße. Nee. So, der hier, ja, jetzt bräuchten wir, Mist. Jetzt. Hier ist auch ein Code nötig. Hier auch. So ein Scheiß. Ich hoffe, kann nur hoffen, dass der mir das vorhin nicht am Kassettenrekorder gesagt hat. Ich befürchte zwar wirklich, dass wir müssen uns, glaube ich, nochmal die Tapes anhören. Vielleicht kriegen wir da eine Kombination mit. Das raucht aber ganz schön viel, glaube ich. Ja, okay, das war nichts. Vor allem hier so neben der Toilette, hat er irgendwie gerade noch ein Ei gelegt und ist dabei aufgenommen oder was? Das war's auch nicht. Ja, das war auch sehr informativ, aber leider nicht das, was wir brauchen. So eine Scheiße. Oh, Moment, was hat unser Grauend? Unser Grauend? Ah, 699. Okay, alles klar. Yes, got it open. But why was that code written in blood? You know what? Okay. Okay, wir haben Stemmeisen. Und auch da muss ich ganz klar sagen, irgendwie, Alter, wenn ich Stemmeisen habe, brauche ich keinen Schlüssel mehr. Das ist scheißegal, wenn es verschlossen ist. Das ist scheißegal, Mann. Brich's doch einfach auf. Locked, locked, locked. Nee. Oh. So, nice, okay. Na, 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 na,
Metal Gear Solid. I can't breathe. Ist doch gut, du brennst doch jetzt auch ja nicht mehr. Jetzt krieg dich doch mal hier als... Mann, Mann, Mann. So. Slot, slot, slot. Hm. Also. Ah, okay. Gut, das sind anscheinend die Lüftungsschächte von die Schächte, die sie das waren anscheinend die Lüftungsschächte, die wir vorhin gesehen haben. Ich vielleicht dachte, hey, kommen wir vielleicht da durch? Aha. Schau mal, guck. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt den kleinen Jungen noch retten könnten. Oh. Oh nee, Alter. Okay, hier ist nochmal ein Stemmeisen. Gut, nehmen wir. So, okay, da kommen wir nicht durch. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz nochmal, ist das Michael oder ist das der Junge? Ja, es lebt sogar noch. Es könnte Michael gewesen sein. Aber ich sehe zwei Arme. Also, ich weiß nicht. Hatte Michael zwei... Nee, Michael hatte nicht zwei Arme, ne? Ja, ja, ich weiß. I know. Oh, Rutsche. Hui. Hui. Okay, so, zack. Wunderbar. Wir sind unten. Oh my god, run! Move, Bob! Give it! Move! Oh no, 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 Jesus! Gross! Chapter 2. Horrornest. Horrornest, das ist aber schön. Okay, ich würde sagen, wir machen die Sicherung hier vorne an. Oder was auch immer das ist. No, Alter, das ist ja nicht... Das ist gar nicht der Weg. Wir müssen wohin. Okay. Scheiße, ist das stressig, Alter. Alter, warum ist das so eklig und nervig und laut? So, die Frage ist, was habe ich jetzt eröffnet? Ekelhafter Typ, Alter. Wirklich ekelhafter Typ, ey. So, ich kann ja mal gucken, ob ich jetzt eventuell noch mal vorne an diese Alarmanlage rankomme. Okay, jetzt
mit Wasser und verstehe. Nerv! Absolut Nerv! Mega Nerv! Okay, dann muss ich noch abpumpen, bevor es weitergeht hier. Das Schluss hier, Spaß, Spektakel. Oh no. Scheiße, Alter. Ist jetzt eigentlich, ob er hier hinkommt? Maybe? Oh, Alter, ist das laut. So, hier vorne. Nein, warum kann ich es nicht bedienen? Wieso? Wieso geht das nicht? So, müssen wir... Was? Hopsala. Müssen wir vorher noch was anderes machen? Ja, warte mal. Jetzt. Ho. Ja, das ist ein schönes Nervchen. Ich mach's mal einen Ticken leiser irgendwie, damit ich hier nicht die Ohren wegkriege. Er schlägt Alarm, Alter. Er schlägt voll Alarm. Keine Sackgasse. So, bumm. Nein, jetzt muss erstmal eine Sicherung finden. Pfui, Alter. Warum? Wieso? Ich würde. Stehst du auf, bitte? Danke. Das ist ja ekelhaft. Okay, also wir müssen eine Sicherung finden, damit ich dieses Gerät hier aktivieren kann. Ich freue mich. Das ist so dermaßen nutzlos. So, wo hänge ich hier? So, der ist nicht aktivierbar. Oh, so über ganze Bröckchen. Einfach ekelhaft. So, okay. Ist das Gas? Mit der Austritt? Michi, jetzt echt nicht gut, Alter. Aber er sieht uns. Er registriert uns knallhart. Boah, da ist ja mal ein Kopf da unten dran, Alter. Oh. Nein, ist der jetzt mit uns, mit dem Spieler, den wir davor gespielt haben, verschmolzen? Boah, das wäre hart, Alter. Boah, wäre das fies, ey. So, danke, dass du dich jetzt hier mal verpisst. Das ist ja fürchterlich hier mit dir. Oh, shit. Dead End.
Problem ist, er wird hier hinten sein irgendwo. Oh, und? So, mach mal hier. Mach mal so. Alter, was ist denn das hier für ein Area, ey? Was ist denn das für ein Area? So ein toller Satz, Alter. Was ist denn das für ein Area hier, du? Ach, für David, ich frage ja nicht. Ich frage ja nicht erst. Schön die Arschbombe in den Genpool. Wunderbar. Mm. Ich könnte. Oh, Deibel, Alter. So, ist jetzt hier irgendwo mal eine Sicherung zu finden? Das wäre super. Oh Gott, das wird aber schlimmer, Alter. Nein, hier komme ich noch nicht hin. Ah, scheiße, hier ist er noch. Also ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Stuhl. Aber ich habe die Sicherung noch nicht, um das Wasser abzulassen. Schade, schade. So, also fragwürdig. Die Frage ist, wo krieg ich jetzt die Sicherung her? Aha, aha. Aha, aha, aha. Wunderbar, hier. Wird's Wasser jetzt abgelassen, das ist sehr gut. Das heißt, wir kommen hier jetzt weiter. Ah, schön. Vault 111 öffnet sich. Kann ich die Tür öffnen hier vorne? Oh, warte mal, hier ist auch mal ein Hebel. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich mache einfach mal alle hier. Ah, hallo, Sicherung. Oh, ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Gut, hier ist nochmal so ein Alarm. Oh, es ist wirklich der Genpool. Das ist ekelhaft. Ich guck mal ganz kurz hier hinter. Ah, nee, hier werde ich noch nicht weiterkommen, wa? Oder kommen wir hier weiter? Scheibenkleister. Also hier scheinen jetzt eine Menge Monster zu sein. Also ich muss mal sagen, irgendwie mit der Soundbalance haben sie das irgendwie nicht hingekriegt. So, gehst du bitte weg. Geh bitte weg. Hin fort. Du schrufst! So, das Problem ist, er kann jetzt den großen Weg zurücklaufen, aber das ist nicht zielführend. So, mal angenommen, wir rennen jetzt weg. Oh, muss ich jetzt wirklich durch den Pool laufen? Komme ich hier überhaupt hoch? Oh. Das ist schon hart, ey. Es ist schon hart. Nee, komme ich ja nie hoch.
Also kann man tatsächlich bloß die Option komplett zurückzulaufen? Ihn eventuell... Guck mal kurz, ob er noch da ist. Ja, okay, ich kann tatsächlich... Wenn er da ist, habe ich keine Chance. Komme ich nicht an ihn vorbei, also kann ich nur hoffen, dass er hier hinten jetzt resettet. Und ich ihn irgendwie umlaufen kann in diesem großen Rondell. Okay, er bewegt sich, das ist schon mal sehr gut. So, wenn ich jetzt einfach nur ordentlich Feuer hebe. Cool, hat es geklappt? Yeah! Nein! Tja, ich weiß natürlich jetzt nicht. Kann jetzt nicht aufstehen. Was ist das, Alter? Soll ich jetzt hier... Mal kurz mal die Mucke ein bisschen... So, sollte es jetzt wirklich mein Schicksal sein, hier in Jauche zu ertrinken? Das wäre nicht geil, Alter. Ich glaube, er geht auch nicht weg. Scheiße. Mal vorne hin, vielleicht irgendwo, maybe. Nein, doch hier. Das ist der Weg, sind wir schneller, ich hoffe doch. Nein, ich Idiot, ich hätte einfach nur geradeaus rennen müssen, oder? Kann das sein? Oder? Ist das vielleicht doch der Weg? Ah, wir können Glück haben. Oh, bitte. Oh, Alter, was für eine stressige Passage war das denn bitte? Oh my God, yes, it's a door. Give me the door. So, das war Kapitel 2. Gut, Alter. Okay, und wir sind draußen. Okay, gut, hier ist jetzt wieder die Opferstelle. Aber das ist Opferstelle, also ne, dieser komische Altar, den wir gefunden haben. The tree have eyes. Ach, sehr schön. Und nochmal. Das ist für... Oh. Die Mäntelmänner. Krass, aber die sind so ein bisschen wie Eulen, ne? Okay, man muss wirklich aufpassen, sobald ich... was war das gerade? Sobald ich zu sehr in Richtung Busch komme, irgendwie geht sie in die Hocke und versteckt sich. Das war... Okay, kommen wir nicht weiter? Wieso komme ich hier nicht weiter? Der Weg geht doch hier lang. Was ist das für eine Scheiße? Okay, also da vorne das Haus, was brennt, da kommst du nicht hin. So, lauf mal weiter jetzt hier, Mäuschen. Okay, weiter bei vorne. Felsen. Auf zum Felsen. Nein, das nicht gut. Bin fort, Eulenmensch. Oh, der ist aber unangenehm, Alter. Oh. Okay, der ist anscheinend taub, aber kann dafür extrem gut sehen. Gut, dann werde ich mal hier doch rechts lang laufen. Ja, das wird wahrscheinlich eher der Weg sein. Nee. Okay. Einmal wieder falsch abgebogen. Verdammt. Oh, da vorne sind noch mal welche. Candles.
sacrifices? What are they trying to summon? Okay. Power the hell up before they do. Oh. Da hat uns mal der eine Buschlange gerettet hier. Okay, sind das vielleicht, wer sind die? Sind das Satans Anbeter? Haben die vielleicht irgendwie ein Ritual durchgezogen und haben damit Michael beschworen? So. Flitzen! Burning Mansion. Ja, schön. Und nun? Deshalb bin ich jetzt hier hochgeklettert, um mir ein brennendes Haus anzukicken? Wir kommen jetzt hier nicht runter? Das kann doch jetzt nicht der Sinn gewesen sein, jetzt hier hochzurennen, um mir ein brennendes Haus anzukicken. Was ist der Weg? Auf jeden Fall nicht wieder zurück in die Kanalisation, das steht mal fest. Hier geht's runter. Okay, alles klar. Nehmen wir den Weg. Gut. So, hoffentlich müssen wir nicht wieder an Charon oder so vorbei. Oh, was haben wir da vorne? I see lights. So, kann ich mich hier... Ja, hier kann man sich verstecken. Ist manchmal relativ schwer zu erkennen, irgendwie, wo du dich verstecken kannst und wo nicht, ey. Okay. Ah, it's the swamp. Was ist denn das? Was hüpft denn hier? Frösche? Okay. Scheinbar normale Frösche. Was ist da für ein... Warte mal, lass uns... Wie kommen wir denn da hin? Hier ist die Brücke. Hier war die Brücke. Was haben wir denn da? Schauen wir uns doch mal dieses kleine Haus an. Was ist das denn bitte? Und alles... Oh Gott, was... Was soll denn sowas? Was soll denn sowas, Leute? So, könnten wir die Kerze nehmen? Nö, kann ich nicht. Warum kann ich hierher? Okay, also, ja. Wir schauen uns einfach mal hier die Häuser an. Wer weiß, vielleicht finden wir was Schönes hier, um hier einzuziehen. Ist ja auch eine nette Ecke hier, ne? Irgendwie direkt am See. Rustikal. Luftig. Licht durchflutet. Okay, dann gucken wir uns hier nochmal das Haus an. So, Koffer, das war jetzt hier nicht einfach so eine sinnlose Sackgasse. Aber ich denke, das war eine sinnlose Sackgasse. Oh, da vorne ist noch ein Feuer. Komm ich von da? Nee, von da komm ich. Oh, war voll die Verarsche, die Häuser. Mann. Oh, Scheiße. Ja, das ist exakt das gleiche Haus nochmal, wie das daneben. Was? Ja. So, mit Springen kommt man tatsächlich wie immer etwas schneller vorwärts. Gott sei Dank gibt es ja keine Alligatoren oder irgendwas ähnliches, sondern nur hässliche Freaks, die dich jagen und komische Eulenpriester. Aber keiner von denen hat seinen Freischwimmer gemacht und seine
seine Seepferdchenstufe, von daher kann keiner schwimmen. Wir sind also safe im Wasser. Obwohl ich schon wirklich unheimlich aussehen, muss ich sagen. So, okay, schön an ihm vorbei. Wunderbar. So, die Totems sind auch nicht besonders schön irgendwie. Also, die Frage ist, wo komme ich jetzt hin? Was treffe ich jetzt hier? Kommen wir jetzt vielleicht wirklich auf den Ursprung dieses Aoki, wenn ich es denn so nennen darf. So, da vorne. Oh. So, taub wie Opi, aber gut sehen können sie. Nein! Sind die Priester des Aoki, Alter? Geht er jetzt wieder hin? Scheiße, er ist wieder hin. Irgendwann sagt mir, dass wir da auch hin müssen. Ich laufe einfach mal weiter. Oh nein. Ich tippe da vorne auf ein Tor, ein Schloss. Und der Schlüssel befindet sich, na, ihr werdet es kaum erraten. Wo? In dieser Bumshütte. Wir gucken mal. Ja, ich denke, das wird so sein, wahrscheinlich. Yes, this is the way out. Of course it's locked. Das ist doch... Ach, wieso? I know horror is my favorite genre, but this is way scarier than any haunted animatronics yelling at me on the night shift. So, kommen wir denn hinten in die Tür rein hier? Ja. Dann was Besseres als ein Schlüssel. Naja, lass sie mal ihren Scheiß da durchziehen irgendwie. Wir knacken uns einfach durchs Schloss und verpissen uns. So, ich hoffe natürlich, dass jetzt ebenfalls, also kann natürlich sein, dass wir jetzt halt mit 3 Kapiteln durch sind. Mit The Simone. Wo ist das Schloss? Hier ist das Schloss. Boom, Shakalaka. Schön. So, Chapter 3 complete. Na, es geht noch weiter. Wahrscheinlich, also ich weiß nicht. Also ich habe jetzt hier kein Chapter 4 gehört. Chapter 4. Ja, einfach Teufel an die Wand gemalt. Schön. Na. Two different ways I can go. Awesome. I didn't want a clear path anyway. Tja, außenrum oder mittendurch? Ich würde sagen, wir gehen drin. Get inside. The Summoning heißt, glaube ich, was die Beschwörung oder irgendwas? Kann das sein? So, und wahrscheinlich wird sich hier jetzt gerade schon wieder die Weiche gestellt haben, was wir für ein Ende bekommen. Another missing fuse. Ach. Oh my God. Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder was? Really don't need right now. Warum denn? Oh, neue Sicherung finden. Schön. Yay.
So, ich denke, wir werden nicht das Glück haben, dass die Sicherung hier direkt irgendwie versteckt ist. Die wird wahrscheinlich irgendwo nirgendwo sein. So, ich mach mal kurz aus. So richtig was Geiles sehen wir hier auch nicht. Oh, was haben wir hier? Kleine Hütten. Baracken. Könnte man jetzt nochmal zurückgehen? Ih, was ist denn das? Ist das so ein Rummel? Ist das ein Rummel, wa? Oh, wer, was ist denn das hier, Alter? Oh, bitte nicht. Da hab ich ja mehr Spaß hier bei Modern Warfare 2 irgendwie. Wissen ja, wisst ihr geil, wo das war? Pripyat oder irgendwas? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Haut ab! Haut ab! Ich muss weg. Was war denn das gerade für eine Scheiße? So Guckeltiere oder was? Also wirklich. Jetzt ziehen sie aber alle Register hier da. So, hier, pass auf, hier oben wird wahrscheinlich die Sicherung sein. Ich hab's im Blut, ich hab's im Gefühl. Bin mir ziemlich sicher. Der Regen sieht auch top an. Schön animiert, wunderbar. Ich versuche. Wasserabprallungen im Nirgend. Jawohl, na, wer hätte es denn gedacht? So, schön. Oh mein Gott, ist das der Road? Oh, ich bin so close to getting out of here. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Schön, ich mag die Stimme, also das ist ein witziger Charakter. Besser als Ryan. Also ich habe Bedenken, ob das so ohne Weiteres funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünsche... Oh, da war gerade ein Auto. Ich wünsche dir wirklich, aber... Yes, yes, irgendwann sagt mir... Es wird vielleicht nicht so einfach sein. Uah. Schüttelt mich. Oh Gott, sind doch überall, ey. Aber scheinbar haben wir eine gute Kondition und können ordentlich Fersen hier geben. Oh nein. Oh, nee, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. So, lass mich raten. Ich habe eine kleine Armee von ekelhaften Dingern hinter mir, oder? Das hört sich auf jeden Fall so an. Letterbilleheit, okay, alle klar, mit Licht können sie wohl nicht so. So, hier ist noch irgendwas. Ist hier noch irgendetwas? Na! Jee, Alter! Oh. Okay, dann werden wir wohl jetzt hier lang müssen. Schnell, schnell, schnell! Licht ist mein Freund! Schüttelt's mich richtig. So, was haben wir hier? Phantasialand? Yay! Jetzt haut doch ab. Alter, das ist... Das ist doch so eine Marter, dieses Spiel, ey. Oh, jetzt ist hier die arme Sau, die hier schön mit Dixie-Toilette umgekippt wurde. Was? Achso. Och, wunder mir, was droppt hier plötzlich so? Aus dem Nichts? Ah, schon unangenehm. Was? Nein! Don't start! Oh my God! Stop! 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 I need to get
out of this. I need to get out of this. I am going to die. I'm going to die here. This is how I die. This is how I die. Oh my god. Oh my god. Oh my god. God, no, 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 no. Oh god, oh god, oh god, oh god. Oh, holy. Nein, Mann, wo sind wir jetzt? Jesus! Alter, wir waren doch fast draußen. Wir waren doch fast draußen, Mann. I'm so glad I am off that death trap. Where am I now? This doesn't look anything like where I was just at. Why is everything humming? So, der Drogencocktail kickt wie Sau. Und die kommen nie raus. Ja, wir können nicht, nichts machen. Okay, oh, kommt Leute, was ist denn das jetzt? Nur noch mal kurz. Okay, gut, jetzt bin ich frei. Oh! Oh, ha, okay, was? Hallo! Chupnigorat. The Entity. Oh, scheiße. Sollte ich jetzt wirklich den, da, diesen leuchtenden Ball der Entität anfassen? Ich weiß ja nicht. Und schön, dass der im Zirkuszelt ist. Ich komme auch ja nicht rein. I'm don't coming in. So, was können wir tun? Haben wir denn überhaupt eine Möglichkeit, irgendwas zu machen? So, wahrscheinlich wir bekämpfen ihn mit dieser Dixie-Toilette hier. Die buddeln wir aus und dann... Nein. Tja, jetzt sind wir mal ohne Scheiß. Was sollen wir jetzt machen? So, was das hier ist. Leuchtet blau. Humming is coming from these pyramid things? Ah, okay, alles klar. Wir müssen die Splitter finden. Und damit können wir wahrscheinlich... These humming pyramids are definitely resonating with this place. I wonder if I can do something to the barrier. Und nun? Okay, wir können doch nicht werfen können. Warte mal, hier hinten war ja noch so ein Stück, ne? So, da ist noch eins. Okay, wir müssen uns hier wahrscheinlich erstmal irgendwas zusammenbauen. Ist das jetzt schon komplett? Ich weiß nicht. Es sieht noch nicht so komplett aus. Ich meine, es leuchtet zwar schon, aber na, wir können es ja mal probieren. Vielleicht funktioniert es ja schon. Was weiß ich, wie denn so ein EN-Artefakt aussieht. Hauptsache es leuchtet. Es leuchtet blau. Okay. Let's do it. Ja, es hat funktioniert. So, mein Freund. Jetzt kümmern wir uns hier mal um deinen... Ball. Okay. So, gucken wir uns noch die Amazing Show an. Mann, ich will einfach bloß zur Straße. Ich will einfach bloß zum Auto. Ich muss jetzt ins Riesenrad. You know, long leisure for the ride.
Disney or any other amusement park, I'd be having a ball right now. Probably even be screaming it. Es wird wüst. Es wird wüst. So, was haben wir da? Was ist denn das? Ach so, das Ding haben wir quasi schon. Ah, verstehe. Das haben wir jetzt schon aktiviert einmal. Okay, also nach meinem Verständnis müssten wir wahrscheinlich hier noch in die Amazing Show rein, aber die ist halt zu, ne? Die kommen wir nicht rein. Es sei denn, wir finden irgendwo ein Brecheisen oder irgendwas. Oder ich gehe einfach hier rauf. So, probieren wir mal einen blöden Trick. Das wird nicht funktionieren, aber... Na, schade. Okay. Oh, komm ich da hinten wirklich raus? Widerlich. So, ich wollte ihn hin, ich wollte eigentlich hier lang. Na! Verschwinde. Oh, bitte. Wieder raus. Ja, ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht. Oh, ja! Nein, Mann, nein! Das gibt's doch nicht wirklich, echt das gleiche Ding? Ach nein, wir sind im Zirkuszelt. Oh mein Gott, why can't I move? Ich mag sie wirklich sehr. Alter, was ist jetzt hier? Richtiger Bossfight oder was? Ja, hier komme ich nicht raus. Gut. So. Oh, okay. Nicht gut. Nicht ne. Autsch. So, was ist das hier am. Ich glaube, das sollte nicht so enden. Wenn ich es jetzt mit recht stupiden Rennen probiere, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so Erfolg gekrönt ist. Wahrscheinlich nicht. Also spätestens hier am Thron wird es schwierig. Okay, sieht das mal gut aus. Noch. Also wahrscheinlich müssen alle Steinstatuen zerstört werden. Bevor etwas. Okay, ich weiß nicht, was passiert. Nein! Get over here, quick. Na los, dann aber quick.
Stellen, quick los. Wie sieht der denn aus, Alter? Na los, dann, ja, wirklich abstruse Scheiße hier, Alter. Mann, was haben denn die sich hier zusammengeklebt? What the fuck was that? Oh my god. Probably on the screen. Now you are trapped in the void. What? Or who's that? Hä? Okay, ihr Lieben. Das war Escape the Aoki The Summoning. Wenn es euch gefallen hat, hey komm, lasst gerne einen Kommentar und ein Abo da, helft uns ein bisschen zu wachsen und hoffentlich sehen wir uns zur nächsten Beschwörung wieder. Bis dahin, Aoki. Bis dann, tschüss.